Das hier, das ist ein Ego-Shooter. Ein Ballerspiel für die Älteren unter uns. Das ruft nicht unbedingt positive Assoziationen hervor. Hier eine Horde Zombies abgeknallt, dort einen Krieg gewonnen, da den Planeten vor Aliens verteidigt. Die Umstände, die ändern sich. Was bleibt, sind die am Horizont explodierenden Köpfe. Aber der Genrename, der kann täuschen. Zwar impliziert der Ego-Shooter im Gegensatz zum Rollenspiel oder Action-Adventure eine ganz bestimmte Art des Problemlösens, das massenhafte Niedermähen sämtlicher Widerstände durch Waffengewalt nämlich. Doch hin und wieder kommt ein Spiel in diesem Genre daher, das euch hinter euren fetischistisch in Szene gesetzten Waffenmodellen vorbeigucken lässt und zeigt, wenn eine Waffe nicht konstant ein Viertel des Bildschirms einnimmt, dann lässt sich dahinter manchmal so etwas Ähnliches wie Melancholie finden. Metro Exodus ist ein Shooter, in dem das Schießen unhandlich wirkt. Schwerfällig bewegt Hauptcharakter Artyom seine Gewehre und Pistolen von links nach rechts. Zentimetergenaues Zielen erscheint besonders in gefährlichen Situationen ja fast schon unmöglich. Was zunächst schlicht wie schlechte Spielsteuerung wirkt, offenbart sich aber schnell als essentielles Werkzeug, mit dem Metro seine Welt glaubwürdig macht und indirekt sogar seine Geschichte über seine Spielmechaniken erzählt. In den langen Gesprächen werden unsere Kameraden, mit denen wir und unser Zug durch die russische Pampa fahren, niemals müde, uns auf die überall existenten Gefahren hinzuweisen. Wir sind Teil einer Elitetruppe, einer Spezialeinheit, die wohl besser mit den Mutanten und Banditen in der postapokalyptischen Einöde umzugehen weiß, als jeder andere Mensch. Aber selbst sie mahnen bei jeder Mission, bei jedem Ausflug zur Vorsicht. Die Botschaft, die ist eindeutig. Es ist völlig egal, wie gut man ausgebildet ist, was für ein unberührbarer Superheld Artyom in jeder anderen Spielwelt wäre. Hier gibt es ihm lediglich eine Überlebenschance. Dass also nicht jeder Schuss sitzt und Headshots im Gegensatz zu Twitch-Shootern wie Destiny, Titanfall oder Far Cry einen echten Erfolg darstellen, bestätigt die Erzählung auf spielmechanischer Ebene und schafft es so, die Welt glaubwürdiger und atmosphärischer werden zu lassen. Wer sich darauf einlässt, wird Metro Exodus schon bald langsamer, bewusster und vorsichtiger spielen. Jeden abgegebenen Schuss genau abwägen. Und seine Umgebung ganz genau inspizieren, immer auf der Suche nach neuen Gefahren. Aber während ihr nach Mutanten und Monstern Ausschau haltet und von der Spielmechanik motiviert nervös Richtung Horizont blickt und jeden Zentimeter um euch herum im Auge behaltet, wird euch schon bald noch etwas auffallen. Dass die Welt von Metro Exodus hinter all ihren Gefahren schier endlos schön sein kann. Thank you.
Wer diesen Punkt erreicht, der wird der Faszination dieses Spiels endgültig verfallen. Mit dem Ballern verbringe ich in Metro Exodus nur relativ wenig Zeit, in seiner Welt bewege ich mich aber konstant. Und so brachte mich eine zunächst scheinbar unausgereifte Spielmechanik dazu, ein Spiel nochmal auf einer völlig neuen Ebene wertschätzen zu können. Während Dialoge und Charakterinteraktionen dank einer Mischung aus veralteten Animationen, schlechter Übersetzung und verbesserungswürdigen Synchronsprechern die Geschichte des Spiels nur mäßig glaubwürdig herüberbringen, gelingt es der Spielwelt in Zusammenarbeit mit der Spielmechanik besser als fast allen Genre-Konkurrenten der letzten Jahre. Die unendlich dichte Atmosphäre berührt alle Aspekte des Spiels. Artyoms Charakter wird dank seiner nachvollziehbaren Aktionen in dieser tatsächlich gefährlich wirkenden Welt ausgearbeitet. Und wenn ich zwei mir zwar grundsätzlich feindlich gesinnte Zivilisten in der Einöde finde, dann ist mein erster Instinkt nicht mehr, ihnen einen Headshot zu verpassen. Stattdessen bewege ich mich vorsichtig auf sie zu. Und tatsächlich, sie reagieren auf mich und fordern mich auf, die Waffe wegzustecken. Erst wenn ich das tue, entspannen sie sich und beginnen tatsächlich ein Gespräch mit mir. Dass diese Interaktion überhaupt zustande kam, ist der Spielwelt zu verdanken, weil sie mich dazu trainierte, nicht in allen Situationen sofort loszuballern. Die Interaktion selbst wiederum verstärkt dann die Atmosphäre der Spielwelt. Dass ich hier zwei ziemlich unwichtige Menschen treffe und mit ihnen interagieren darf, ohne auf sie schießen zu müssen, macht sie sofort noch authentischer. Und so spielen sich alle Systeme gegenseitig in die Hände. Mir macht es plötzlich nichts mehr aus, dass ich jede Umgebung ganz genau nach nützlichen Gegenständen durchsuchen muss, weil diese nicht hell aufleuchten oder sich sonst wie erkennbar machen. Natürlich tun sie es nicht. Es wäre ein fast einmaliger Bruch mit der Atmosphäre und Glaubwürdigkeit der Spielwelt. Genauso wie nicht jeder Schuss sein Ziel findet, würde Artyom auch nicht jeden nützlichen Gegenstand in jedem Gebäude zuverlässig finden. Metro Exodus fordert mich als Spieler heraus, meine über Jahre und Jahrzehnte antrainierten Completionist-Instinkte auszuschalten und das Spiel stattdessen auf seiner eigenen Ebene wertzuschätzen. Es ist okay, Dinge zu verpassen. Nein, es ist sogar nötig. Führt es mir doch die fast kompromisslose Authentizität der gesamten Spielerfahrung erneut vor Augen und verstärkt sie dadurch wiederum. Das hätte mich endlos frustrieren können, wenn das Spiel es einfach von mir fordern würde, ohne mich angemessen darauf vorzubereiten. Das tut Metro Exodus jedoch von Anfang an. Allen voran mit einer der schönsten, gefährlichsten und faszinierendsten Spielewelten, in denen ich mich je bewegen durfte. Thank you.
Hey Freunde, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe hier noch ein zweites kleines Bonusvideo zusammengebastelt. Und zwar habe ich wirklich viele Shots der Spielwelt aufgenommen, wo ich einfach stillstand und die Atmosphäre wirken lassen. Und ich dachte mir, es wäre eigentlich schade, wenn das dann in seiner vollen Pracht nie jemand zu sehen bekommt, ohne dass ich dann auch im Hintergrund dazwischen immer mal wieder laber. Deswegen habe ich ein kleines Video zusammengeschnitten, nur voller dieser einzelner Shots. Und wenn ihr euch das angucken wollt, dann könnt ihr hier auf diesen Link in der Endcard klicken. Ich habe es auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Danke fürs Zugucken, habt noch einen schönen Tag und tschüss.